Herzlich willkommen zurück, ihr Schonkulin, Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Mein Name heißt Andreas und ich fühle mich immer noch nicht kameratauglich, bin immer noch etwas angeschlagen. Und aus diesem Grunde dachte ich, schiebe ich euch jetzt so einfach mal wieder einen kleinen Goldguide rüber. Wir sind ja alle im Fieber, kurz auf der Zielgeraden vor dem Zieleinlauf, was die Drachenlande angeht. Und es gibt aber nach wie vor sehr witzige, kuriose, skurrile Items, mit denen man richtig Gold verdienen kann. Und deswegen befinde ich mich hier mit euch in den Wäldern von Terrokar. Das ist in der Zeitlinie der Burning Crusade. Man muss nicht in der Krumi Timeline sein, ne? Das ist aber der Expansionsbereich der Burning Crusade. Und ins Target genommen habe ich hier die Schreckenswitwen. Was hat es damit auf sich? Was sehr witzig ist, und damit das Thema Zahlen lügen nicht, was sehr witzig ist, ist, dass ich mit den Schreckensgiftbeuteln 306.000 Gold Umsatz gemacht habe. Ich habe 152.000 Gold investiert. Das heißt, 150.000 Gold, also knapp eine halbe Marke Profit daraus geholt durch das Flippen. Ein paar habe ich gefarmt, aber ich dachte, das kann ja nicht schaden, euch hier nur mal kurz die Zahlen zu zeigen. Mein durchschnittlicher Einkaufspreis waren 43 Gold, mein durchschnittlicher Verkaufspreis 76 Gold, ist jetzt sehr abgesackt in den letzten Wochen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Item, auf das ich dann doch immer wieder hingewiesen habe. Und zwar hatte ich unseren Kanalmitgliedern vor 2 Monaten schon gesagt, hey, die kann man verkaufen, falls jemand fragt. Da waren sie zu dem Zeitpunkt auf 180 Gold, das war aber ein Reset, ne? Also das darf man da nicht als Maßstab nehmen, es geht immer nur darum, kurz auf diesen Zeitpunkt hinzuweisen. Dann hatte ich nochmal darauf hingewiesen, auch vor einem Monat gesagt, Leute, es gab wieder ein Reset mit Schreckensgiftbeuteln. Dann habe ich vor 2 Wochen nochmal wieder darauf hingewiesen, Leute, es gab ein Reset mit Schreckensgiftbeuteln. Und dann habe ich jetzt vor knapp 1,5 Wochen nochmal die Kanalmitglieder informiert, vorab gesagt, Leute, ihr kennt dieses Item ja schon, ihr habt ja wahrscheinlich ja augenzwinkernd entsprechend eingekauft in den Preisflur, denn sie wurden wieder angehoben und stehen bei 72 Gold zu diesem Zeitpunkt. Jetzt befinden wir uns bei 51 Gold, das ist also erheblich wieder abgesackt, ich zeige euch gleich nochmal ein paar andere Daten. Aber bevor wir in die Datenanalyse gehen, ist nochmal wichtig zu verstehen, Andreas, was soll das, was zeigst du uns, wieso Schreckensgiftbeutel, wieso macht man da so viel Gold mit? Also, das ist ein Ruf-Item, was ihr über diese Spinnviecher hier letztendlich farmt. Im Wesentlichen die Schreckenslaura und die Schreckenswitwe. Die sieht man hier, die Schreckenslaura. Und ich bin hier bei den Schreckenswitwen, das sind die hier, in diesem Bereich befinde ich mich. Das ist hier jeweils in den Wäldern von Terrorkar. Terrorkar. So, und man gibt sie ab für die schwindenden Vorräte, weil ihr nämlich dadurch Ruf erhaltet, und zwar bei den Aldor. Bei den Aldor, ne, hier sind sie. So, das kann man, Entschuldigung, ne, da war das Overlay. Schreckenslaura, Schreckenswitwe, ich kann das auch verlinken in der Videobeschreibung. Man braucht sie also A als Ruf-Item und B für den Erfolg der Held Schattratz unter anderem. So. Und was hat es jetzt mit den Preisen auf sich, Andreas? Ja, passt auf, wir können einfach mal in diese One-Year-History gehen. One-Year gibt's nicht, weil wir letztendlich mit 927 gab es einmal diese Zäsur. Und wir fangen neu an in der Zeitrechnung, damit es hier der Referenz Datumsstichtag, so nenne ich das mal, der 4. September 2022. So, und ihr seht, die Preise gingen hoch, sie gingen runter, sie gingen hoch, sie gingen runter. Ja, es sind immer Wellenbewegungen. Ja, es sackt insgesamt etwas ab, aber ihr stellt fest, dass es dann doch immer Spitzenpunkte von Resets gibt. Dann hier feststellen, hier hatte jemand irgendwie ja, die Schnauze voll, und da könnt ihr feststellen, ja, da wurde dann eine ganze Menge rausverkauft, das wurde natürlich reingedumpt, viele haben Platzhalter. Und ich hatte viele Platzhalter-Sales, das ist tatsächlich der Fall, ne? Wenn ihr hier guckt, die Kurve schwingt hier ab, runter auf 38 Gold, wurde leicht angehoben, geht dann wieder runter, war jetzt am Donnerstag quasi, jetzt über Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, seht ihr hier, bei 33 Gold, 34 Gold, ist dann jetzt wieder hochgezogen auf über 50 Gold. Also, es gibt zwischendurch wirklich immer Tile-Resets, und die nehme ich mit. Und meine Strategie ist, ich habe jetzt hier von denen ja noch einige im Inventar. Ihr seht, mein Durchschnittseinkaufspreis 43 Gold. Das heißt, ich wäre jetzt hier auch noch im Gewinnkorridor. Packe jetzt aber meine einfach mal, weil mir das reicht, für 59 Gold, 48 Stunden.
Wenn sie dann rausgekauft werden, ist es in Ordnung. Ich habe also viele Mitnahmeeffekte durch diese Preis-Gesamt- und Teil-Segment-Resets. Davon lebe ich im Wesentlichen. Dafür mache ich vor allem diese ganzen Flipping-Geschichten. Und ja, die werden gekauft. Und um das hier nochmal die Zahlen aufzurufen, ich habe 4.000 von denen gekauft. Ich habe 3.500 geflippt. 3.500 gekauft. Diesen ganzen, diese günstigen Dumping-Festivals, die waren teilweise auf 30 Gold runter, auf 20 Gold runter, alles rausgekauft. Ihr seht hier Mindestkaufpreis von 5 Gold 75, weil Leute das vielleicht nicht wissen, die machen ihre Gildenbanken jetzt noch leer, es wird jetzt viele Rückkehrer geben. Achtet mal darauf, das ist für mich ein wunderbares Flipping-Item, deswegen habe ich das hier auch hier eingeblendet, das ist so ein bisschen Auktionshaus-Invest-Flipping, aber auch ein Farm-Video, ja, wenn ihr Bock habt und ihr seid sowieso in der Chromi-Timeline und kloppt hier diese Schreckenshüpfen um, auf der anderen Seite diese Laura. Es ist sowieso euer Farmgebiet, zack, habt ihr schon gesehen, direkt mal hier den Giftbeutel gelootet. Das war schon direkt der erste von den ersten Mobs. Die Dropquote ist so ein Drittel, ich glaube ein bisschen mehr, ich gucke gleich nochmal nach. So, ne, alle guten Dinge sind drei. So, du hast jetzt einen statistisch, damit die Statistik stimmt. Jawohl, das hat jetzt geklappt. Also da war jetzt noch wieder mal einer drin. Und das Ganze bekommen wir bestätigt am Ende mit 35% und 34%. Ja, das ist ein Drittel, ne? Also das passt ja wunderbar. Sehr schön. Ja, ich ziehe das gar nicht weiter in die Länge. Ihr Lieben, das war's. Das ist wieder mal eine Geschichte. Kurioses Item. Ja, unsere Kanalmitglieder kennen das schon längst. Die habe ich damit zwischendurch immer zugespammt, um zu sagen, hey Leute, das funktioniert. Und daher, ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine kühne Behauptung. Das ist jetzt auch nicht nur das Auslesen dieser Oribus-Statistiken. Aufgrund derer hätte man das schon herleiten können. Aber ich finde nach wie vor extrem wichtig, dass man das durch die Zahlen dokumentiert und hier nochmal, Zahlen lügen nicht. Ja. 3.500 habe ich geflippt, 150.000 Gold netto Profit durch Schreckensgiftbeutel, ihr Lieben. Durch ein Burning Crusade Ruf-Item. 150.000 Gold. Goldmaking ist einfach Babykram in der WoW. Es ist so anstrengend und so, ja, anstrengend ist es schon, aber es ist so komplex und schwierig wie das Erhitzen von Nudelwasser, muss ich einfach immer wieder ein bisschen lästernd sagen. Kenne die Möglichkeiten. Das ist eine weitere Möglichkeit, das ist wieder ein Teil des Puzzlestücks und ihr stellt also fest, über die letzten Wochen, Monaten, alles was ich hier zeige und demonstriere, es gibt so viele Möglichkeiten, nur durch Mausklicks easy Gold zu farmen. Es ist so einfach. Danke Patch 927, der das möglich gemacht hat. Andere Sachen funktionieren nicht mehr so gut. Das sind aber Sachen, die könnt ihr euch jetzt auch wieder auf eure Watchlist schreiben. So würde ich das einfach mal nennen. Und habt sie vielleicht in eurer Shoppingliste und achtet so ein bisschen darauf. Denkt an die Mitnahmeeffekte, nicht übertreiben, stellt sie nicht für 200 Gold ein. Ja, flippt sie günstig. Ja, und wenn ihr 10, 20 Gold Gewinn damit macht pro Stück, das summiert sich halt, wenn man Dutzende und danach Hunderte oder vielleicht sogar Tausende und mehr verkauft. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und tschüss.